Ja, ich wurde gestern Zeugin eines recht skurrilen Vorfalls, als ich in den frühen Abendstunden mich auf dem Heimweg begab. Zu Fuß konnte ich bereits vom Weiten beobachten, wie eine sogenannte kulturelle Bereicherung auf einem Rad sitzend am Gehsteig herumlungerte und wie sich dann ein Auto herannäherte. Und daraufhin der Radfahrer sich ganz langsam in Bewegung setzte und wirklich unmittelbar vor dem Auto sozusagen auf die Straße bog und sich vor dem Auto fallen ließ. Man muss dazu sagen, glücklicherweise ist dieser Autofahrer äußerst vorsichtig unterwegs gewesen, sehr langsam gefahren, für meinen Geschmack zu langsam, und konnte damit glücklicherweise das Auto rechtzeitig stoppen. Er hat weder den Radfahrer noch den Herrn berührt, aber sofort daraufhin waren 15 weitere sogenannte Flüchtlinge da, mitten in der Straße, die dieses Auto umzingelt haben, die den Herrn bedrängt haben. Beim Autofahrer hat es sich um einen älteren Herrn gehandelt, der völlig unter Schock stand, der total verdutzt war und konnte schon erkennen, dass diese ganze Aktion, auch wenn es schnell ging, eine völlig geplante zu sein schien. Und wie dieser ganze Vorfall da sich zugetragen hat, alle sogenannten Unbeteiligten haben sofort begonnen zu schreien, auf diesen Mann eingeschrien. Man hat verstanden, sie wollen Geld, sie wollen Anzeige machen, sie wollen auch einen Rettungswagen rufen. Und es hat sich dann ein einheimischer Herr zu mir dazugesellt und hat gesagt, dass das eine Masche von denen sei, um möglichst schnell und unkompliziert an Geld zu kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, als ich das gestern gesehen habe und gehört habe, da habe ich sofort auch an meine Mutter denken müssen, wenn das meiner Mutter passiert wäre und sofort sie umzingelt wäre von 15 Afrikanern. Was wäre, wenn effektiv jemand zu Schaden kommen würde? Was wäre, wenn effektiv man einen Schaden am Auto hat, dass man sich einen Anwalt nehmen muss, dass man vielleicht den Führerschein weg hat, dass man Probleme hat ohne Ende? Wer ist hier da, der eigentlich in dem Fall die Autofahrer schützt? Denn wenn das tatsächlich so ist, dass das gezielt und bewusst gemacht wird und es hat den Anschein, dann muss ich sagen, ist das wirklich gemein und hinterfotzig, vor allem von jenen Leuten, die eigentlich hier bei uns sind, weil sie Schutz suchen und dann das so skrupellos ausnutzen. Das ist unglaublich. Und von gestern auf heute haben mich so viele Zuschriften erreicht, dass die ähnliche Fälle geschildert haben. Es gibt angeblich sogar in Südtirol Gemeinden, wo ausländische Familien ihre Kinder dafür verwenden, sich auf die Straße fallen zu lassen, um dann natürlich Schmerzen zu simulieren und Geldforderungen zu stellen. Und wenn das tatsächlich so ist, also da muss ich sagen, ist das eine bodenlose Frechheit. Ich habe heute diesbezüglich auch eine Anfrage im Landtag gestellt, denn man kann keinen Wahlkampf führen, stabiles Südtirol und alles schönreden, wenn man weiß, dass es solche Fälle effektiv gibt. Und hier stellt sich ganz klar die Frage, steckt hier effektiv ein System dahinter? Wie viele Fälle sind in Südtirol bekannt? Führt die Erste Hilfe in allen Krankenhäusern Zahlen darüber, über jene Ausländer, die unter bestimmten Umständen Unfälle auf der Straße und so weiter eingeliefert und behandelt wurden? Gibt es vielleicht auch Zahlen darüber bei den Gerichten, ob effektiv Verhandlungen geführt wurden, die Schadensersatzzahlungen zur Folge haben? Gibt es vielleicht auch Zahlungen, was die Versicherungen anbelangt? Wer zahlt in solchen Fällen die Anwälte dieser Leute, die das angeblich ausnutzen? Also das sind alles Fragen, die mich schon brennend interessieren. Und vor allem, wer ist letzten Endes für den Einheimischen, für den Bürger da? Ich kann nur auffordern, all jene, die solche Fälle wissen und selbst vielleicht auch schon einmal solche Beispiele erlebt haben, bitte meldet euch, denn dagegen muss jetzt mit aller Schärfe und aller Entschiedenheit vorgegangen werden. Meldet euch bei mir, ich kämpfe hier für euch, denn das schlägt dem Fass den Boden aus und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.